So, hallöchen mit willkommen hier zurück beim Let's Play vom American Truck Simulator. Ich bin dieses Mal mal wieder alleine und wir begeben uns heute mal auf eine neue Fahrt. Ich bin mal ganz gespannt. Ich habe schon geschaut, den neuen Schrägstrich, jetzt hier nicht einschlafen Spiel, den neuen Schrägstrich, den alten Kenworth, den können wir leider nicht fahren. Also der ist, soweit ich gesehen habe, nur für höhere Stufen aktiv. Also der ist neulich für alle ATS-Spieler kostenlos das Update erschienen ist. Den können wir leider noch nicht spielen, aber ich glaube, an Aufträge mangelt es uns dann trotzdem nicht. Was haben wir denn da Schönes? San Rafael nach Bakersfield, das ist so mittendurch. Das ist okay. Ja, kann man auch machen. Kann man alles machen. Warte mal, das sieht cool aus. Hier runterfahren, dann fahren wir nach San Diego von Las Vegas aus mit einem Kenworth T680 und der Duty Day Cabine. Heißt es wahrscheinlich die ohne Schlafkabine da hinten. Vermute ich mal, wir werden das gleich sehen. Denke ich mal, für den Fall, dass wir das gleich sehen. So, Fernsehgeräte. Dann schauen wir mal rein hier, was wir denn da Schönes haben an der Stelle, ne? Jo, einmal der Ladebildschirm. Ah, das sind also wir jetzt hier in dem Fall. So, ich gehe mal ganz kurz nach außen, um es mal unseren LKW anzuschauen. Es neigt sich langsam dem Abend zu. Und genau, wir haben also den LKW ohne Schlafkabine, wenn wir jetzt hier einmal reingucken. Dann haben wir hier keine Schlafkabine, sondern zum besseren Einparken hinten eine Glasscheibe. Ich denke auch mal, wenn wir jetzt hier, wie viel haben wir jetzt? Ja, ungefähr 10 Stunden Fahrt vor uns, dann müssen wir eigentlich keine Pause einlegen. Also von dem aus sollte das kein Problem sein. Heißt einmal hier Navi deaktivieren und einmal raus damit. Und dann sollten wir hoffentlich mal diese Fahrt jetzt in den nächsten, ja, 2 Folgen, denke ich jetzt gerade mal dafür an. Sollten wir die einigermaßen. Sollte das Ganze machbar sein. So, da vorne dürfen wir einmal nach rechts raus. Einmal hier gucken. Da ist doch frei. Da ist frei. Wunderbar. So, mit der Schnauze vorne natürlich irgendwo gegenfahren. Und ich habe das Gefühl, dass der Truck relativ gut zieht. Also wir haben nicht allzu viel Fracht hinten dran. Zumindest gefühlt. Wie das jetzt wirklich ist, das weiß ich natürlich nicht. So, Kollege hat Vorfahrt. Kollege, lass mal vorbei. Kollege könnte etwas schneller fahren. Dankeschön. Und da ist auch frei. Das heißt, da können wir doch einmal rum hier. Wunderbärchen. So. Hui, einmal rum da und dann fahren wir schon raus in die Wüste. Der Tag neigt sich langsam dem Ende zu, das heißt, wir werden es heute leider ein wenig Nacht fahren. Das tut mir leid, aber ja, was willst du machen? Das ist es nun mal einfach so, da kannst du jetzt nichts dagegen tun. Ja, dann bleiben wir mal hier stehen, bevor wir jetzt auf den großen Highway auffahren, wie es aussieht. Also es sieht zumindest nach großer Highway aus. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, aber es sieht nach, ja doch, könnte großer Highway sein. So. Die anderen kriegen rot, wir bekommen grün. Das ist natürlich wieder eine Pracht in sich. Hui, so, einmal rum da. Sogar mit Straßenmarkierung. Da können wir echt immer schauen, wo wir hier rumdrehen müssen. Das ist super, das gefällt mir. So, die anderen Spuren sind, denke ich, auch nochmal frei. Yep, das sind sie. Heucht wir wirklich schon einmal fröhlich für die darüber. Und da vorne dürfen wir gleich einmal rechts. Das heißt, hier in Las Vegas. Bin mal gespannt, ob wir auch. Fahren wir echt durch Las Vegas durch? Ja, wir sind schon südlich. Schade aber auch. Das finde ich ein bisschen schade. Also hier sind wir rausgekommen und fahren jetzt hier im Prinzip, gehen Süden über Prim, Barstow lassen wir liegen, über Carlsbad fahren wir dann nach San Diego. Also so sieht es heute aus. Das ist der Plan für heute. Mal sehen, wie es denn so aussieht. Die Spur halten könnte man auch irgendwie mal versuchen. Was ist denn das da oben für ein Viech? Warte mal. Was bist denn du da? Bist du ein... Was ist denn das da oben? Könnt ihr mir das mal erzählen, was das ist? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Egal, es... Tut auch, denke ich, gar nicht zur Sache. Das ist nicht vom Belangen, was wir hier haben. Deswegen setzen wir unsere Fahrt fort und sehen hier, dass ein Vorfahrt-Gewehrenschild auf uns lauert. Ja, gerade hier in den Südstaaten ist das mit den Gewehren immer so eine Sache. Ja, das war nicht lustig. Ja, aber ich habe das doch nur lustig gemeint. So, in Richtung Prim fahren wir hier. Wunderbärchen. So. Wir sehen jetzt hier auch gerade wunderschön die Dämmerung, wie wir sie schon ab und an mal gesehen haben. Aber ich finde das einfach immer noch geil. Also, obwohl ich das Spiel jetzt echt schon eine Weile lang habe, begeistert mich das immer wieder. So, wir müssen gucken, dass wir vielleicht die 80 irgendwie halten. So, schalten wir vielleicht mal da auf die... Ach, du bist ja der... Ah, du bist der Tempomatgeschwindigkeit. Ich schwör. Ich würde sagen, 60 reichen uns auch eigentlich erstmal, weil, ganz ehrlich, viel schneller würde ich gar nicht fahren. Und ich denke mal auch, dass das dann so einigermaßen passt, so von der Geschwindigkeit her, dass uns zum einen mal keiner blitzt, aber das hat auch auf der anderen Seite keine Probleme bekommen wegen Schlittern und Schlenkern und sowas. Auch wenn wir hier natürlich drei Achse haben, was ganz praktisch ist eigentlich. Aber wir haben vorhin den kurzen Auflieger, das hat auch Vorteile. Genau, eine Achse hat dahinter, das ist super.
Also ich denke mal, den sollte man einigermaßen gut eingepackt bekommen. Die Frage ist immer, wie viele Bonuspunkte das gibt. Also ich habe es bisher so beobachtet. Also entweder liegt das an der Länge des Aufliegers oder liegt das an der Parkposition. Ob die schwierigste Schwierigkeitsstufe, die schwierigste Schwierigkeitsstufe beim Einparken, ist die einmal 40 EP gibt und einmal 90. Also mit was genau das zusammenhängt, das weiß ich noch gar nicht. Entweder mit der Länge des Aufliegers, ist die eine These, oder eben mit der veränderten Parkposition. Denn es kann auch so sein, dass man den Auflieger nicht einfach nur irgendwo rückwärts schäppzig da reinmachen muss, sondern dass man wie so am Straßenrand einparken, also so rückwärts so eine Parklücke, die parallel zu DS einparken muss, dass es dafür eine 90 gibt. Wie genau das ist, das weiß ich noch gar nicht und ich finde es halt immer noch ein bisschen schade, dass wir jetzt hier nicht den neuen Kenworth fahren können. Beziehungsweise den alten, das ist doch irgendwas mit 900, W900, T900, puh, sowas in der Art. Oh, 55, oh. Tut mir leid, es wäre zu schnell gefahren. Also einiges los hier, das hätte ich gar nicht erwartet heute Abend, ne? Einiges los hier auf dem Highway in Richtung Süden. Naja, ein bisschen Südwesten, wobei es eher südlich ist, weil wir jetzt den Westen hier rechts liegen lassen. Bisschen, wie heißt das, nicht Streckenkunde, sondern rechts, links, oben, unten Kunde, ne? Ihr wisst Bescheid, was ich meine. So, wissen, wo Westen, Osten, Süden und Norden ist für die ganzen Kinder. Oh, da vorne ist ein Heißluftballon. Der transportiert nur heiße Luft. Liebe Kinder, Heißluftballons transportieren nur heiße Luft. Und wenn Leute nur heiße Luft transportieren, solltet ihr denen nicht allzu viel glauben. Ja, es ist wirklich so. Weil wenn du heiße Luft durch die Gegend posaunt, der ist halt, naja. Was willst du machen, was willst du tun? Das ist nun mal einfach so. So, Los Angeles Barstroke. Genau, wir fahren ungefähr in Richtung Los Angeles, aber allerdings auch nicht wirklich. Hör, du hast das eine falsch ausgesprochen. Ja, ich habe gar nicht gesehen, wie das Ding jetzt wirklich heißt, wie es richtig geschrieben wird. Das tut mir irgendwie leid, aber was willst du machen? So, der Cop überholt uns linkenseits und nach Flagstaff oder wie auch immer das Ding heißt, müssen wir, glaube ich, nicht raus, wie es aussieht hier. Wir sollten nur etwas mehr Sicherheitsabstand halten, habe ich so das Gefühl. Flagstaff in der Viertelmeile, glaube ich nicht, dass das heute unser Ziel sein wird. Doch, dann müssen wir sogar abfahren hier, okay. Dann fahren wir mal vorne dem Tank-LKW da lang. Und dem anderen auch. Okay, das ist interessant. Was haben wir hier noch? Die Richtung Kingman. Okay. Jo, der Navi wird wohl recht haben, weil der Gadett hat immer recht. Und der Gadett navigiert mich sogar schweißfrei, wie ihr wisst. Das ist super. Oh, da unten ist ein Zug. Oh, ich fahre mal ein bisschen langsamer, ne? Oh, voll der klassische Güterzug aus Amerika. Das gefällt mir richtig gut. So. Dann fahren wir einmal rum hier unter der Straße durch. Dann nehmen wir mal hier die Geschwindigkeit des Tempomatens wieder auf 55. Und schauen wieder, dass wir weder Leute hinter uns noch vor uns behindern. Das fände ich eigentlich immer ganz adäquat. Das freut die Leute, das freut mich. Und da ist auch niemand. Ja, ist auch niemand. Den wir wegkegeln könnten von der rechten Seite. Oh, da vorne sind Kakteen. Ist das nicht schön hier? Und gleich machen wir fertig, damit ihr ein bisschen mehr seht. Wobei, doch nicht. Lohnt sich noch gar nicht. Ich habe gerade voll die Panik bekommen, weil ich gedacht habe, ich fahre jetzt da vorne gegen das Ding und ich wäre irgendwo falsch abgebogen. Aber es war ja nur so, dass wir hier rechts abbiegen müssen. Das habe ich noch nicht visuell wahrgenommen. Ja, das habe ich noch nicht sehen können. Ja, meine Damen und Herren, so ist das natürlich. Wenn der Let's Player, den ihr hier schaut, ein klein wenig inkompetent ist, dann hängt das häufig damit zusammen, dass er zum einen inkompetent ist und zum anderen irgendwie Tomaten auf den Augen hat. Hey Josh, aber du hast doch gar keine Tomaten geladen. Was haben wir? Ich glaube, wir haben Fernsehgeräte geladen. Oder warte mal. Mal kurz mal da drauf drücken. Nee. Doch F7. Nee, war F6. Doch Fernsehgeräte haben wir geladen. Okay. Ich also ganz gut zu wissen. Und tanken sollten wir. Naja. Ich weiß nicht, ob das reicht. Also, nächste Tankmöglichkeit würde ich sagen, nutzen wir einfach mal. Dass wir einfach mal gucken, wo wir denn ein bisschen Sprit herbekommen. Was denn hier so kostet. Dass wir vielleicht tendenziell mal 40 fahren und nicht irgendwie noch viel, viel schneller hier. Das geht ja mal gar nicht klar. So. Tempomat auf 40 rein hier, weil sonst haben wir echt Kurvenprobleme. Oh, mass. Sonst schleudern uns noch aus der Spur. Nehmen der Spur zu sein, liebe Kinder. Das ist nicht gut. Man muss immer noch rechtzeitig die Kurve kriegen. Wenn man von der hier vom richtigen Weg abgekommen ist, wenn man sich auf dem Holzweg befindet, muss man einfach nur in der richtigen Situation auch noch die Kurve kriegen, meine Damen und Herren. Ja, so ist das natürlich. Das ist ganz wichtig. Und wir fahren immer doch zu schnell. Es geht bergab, habe ich so das Gefühl. Okay, sowohl mit dem Niveau wahrscheinlich, als auch mit allen möglichen anderen Sachen, aber was willst du machen? Wobei 40 hier vergleichsweise langsam sind, muss ich gerade mal anmerken. Aber es wird schon stimmen. Ja, es wird so stimmen.
Sonst kommen doch hier die Cops hier angerast und blitzen hier mit ihren tollen Radargeräten am Straßenrand zur 55. Dürfen wir uns hier auch. Das ist gar nicht beruhigend, muss ich sagen. Auch wenn wir nicht allzu viel sehen. Was eher weniger beruhigend ist an der Stelle, weil wenn wir weniger sehen, dann sehen wir auch weniger Gefahren. Ja, obwohl wir dann... Nee, ich mache jetzt keinen Witz über Gefahren, welche Strecke wir schon gefahren sind. Was haben wir da vorne denn? Ein rotes... Ah, ein Stoppschild, Ankündigung. Wow. Also ohne Fährlicht ist es echt dunkel hier, muss ich sagen. Das ist interessant. So. Einmal hier ein bisschen nach rechts, dann gucken wir mal hier. Oh, der biegt ab. Ist das nicht diese... Nee, das ist ein neuer LKW. Okay, es ist jetzt keiner... Von der älteren Generation, die wir auch noch fahren können, mit dem würde ich aber auch mal gerne fahren. Das Problem ist halt, dass ich mir eben hier im Singleplayer auf die Fahne geschrieben habe, genauso wie im ETS, dass wir hier uns keinster Form irgendwie Geld oder sowas cheaten oder Level oder sowas. Wegen kommt es halt zu der Tatsache, dass wir den neuen LKW noch nicht zeigen können. Was kommt dann in so Sachen wie Multiplayer? Da spielen wir dann mit einem schönen zusammengeklöppelten Profil. Das ist alles gar kein Problem. Nur hier an der Stelle, der Singleplayer soll eben so ein bisschen einen auf Karriere machen. So, wir schaffen uns unsere eigene Welt. Wir hier bauen unsere eigene Firma auf mit unseren eigenen LKWs, mit unseren eigenen Fahrern und das alles mit unserem... Mit unserem eigenen Schweiß, mit unserem eigenen Herzblut, was wir hier durchgerungen haben. Also das sollte dann schon einigermaßen so sein, dass wir dann eben genau hier und der Art verfahren. So, ich guck mal ganz kurz auf die Karte, weil mich würde mal interessieren an der Stelle, wo wir denn noch nicht gewesen sind. Also wir haben hier noch Bakersfield und hier die eben die parallel fahrenden Straßen. Was allerdings daher kommt, da ich nicht unbedingt das so unglaublich attraktiv finde, diese parallel fahrenden Straßen noch irgendwie abzufrühstücken. So, haben wir denn noch irgendwo was, was wir noch schön entdecken könnten oder so, was irgendwie noch schön aussieht? Wir hätten da noch überfahren können. Was haben wir denn hier? Das sieht mir doch sehr stark nach Brücke aus. Wir hätten auch darum fahren können. Das wäre auch cool gewesen bei El Centro. So, das Angels war natürlich schon. Das ist jetzt nichts Neues an der Stelle. Und auch hier würde ich sagen, können wir aber eigentlich über die kleine Straße. Vorne haben wir nämlich eine Tankstelle, ne? Und fahren wir doch auch nochmal hier über die Firma. Dann würde ich sagen, machen wir so einen kleinen Umweg. Das ist, denke ich, ganz schön über Plaster und Sons und sowas. Dann können wir hier nämlich einmal tanken demnächst. Weil allzu bald haben wir doch leider keine Tankmöglichkeit, wie ich hier sehen kann. Und hier haben wir dann auch ein paar Firmen und wir liefern hier nach Eddie, wie es aussieht. Okay. 42 Print ist natürlich auch super. Hier hätten wir nochmal eine Werkstatt, die brauchen wir nicht. Hier hätten wir Fragezeichen. Ah, wir könnten hier Fragezeichen etwas aufdecken. Wo sind denn in Karlsbad die Fragezeichen? Da oben wäre ein Karlsbad-Fragezeichen. Ah gut, dann müssen wir echt einen großen Umweg fahren, weil ich habe auch festgestellt, wir haben auch noch gar keinen Kenworth-Händler entdeckt. Also den einzigen Händler, den wir bisher haben, das ist der Perturbals-Händler. Bisher sind es zwei Stück. Arbeitsagenturen haben wir soweit, denke ich, auch noch gar keine entdeckt, wie ich das gesehen habe. Also für den Fall, dass wir uns jetzt wirklich karrieretechnisch hier in irgendeiner Form weiterentwickeln wollen, ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, dass wir uns ein bisschen im eigenen Riemen packen und halt schauen, dass wir... Ja, hier ein bisschen, was wollte ich gerade sagen, was wollte ich gerade erzählen? Ein bisschen ein paar Sachen auf der Karte auch aufdecken. Gut, das ist es natürlich gerade bei den kürzeren Fahrten, halten sich die Boni natürlich auch ein bisschen in Grenzen. Also wenn man jetzt natürlich ETS-Verhältnisse gewohnt ist, dass man für eine Fahrt irgendwie 100.000 Dacken bekommt, dass man da XP des Todes bekommt. Das ist natürlich, je kürzer die Fahrt ist, sind es natürlich zum einen weniger. Und zum anderen sind die auch nur beim Verhältnis auf die Strecke gerechnet weniger, weil wir zum einen halt eine Auftragsfahrt fahren. Und je kürzer die Dinger sind, desto weniger Boni bekommen halt auch eben für Fernfahrten. Das ist immer so ein kleiner Teil, den ich immer noch ein bisschen zu beachten gebe, warum ich hier nicht so die unglaubliche Karriereentwicklung des Todes auf Doom hinlegen. Das wird sich einfach hier eine auf super Karrieremensch machen. So ist das halt leider nicht. Ich bin nur ein kleiner LKW-Fahrer hier im großen amerikanischen Lande über dem Teich drüben. So ist das einfach, da kann man nicht viel tun, außer vielleicht die Kurve richtig kriegen. Oh, ich habe hier mal voll die kleine gemütliche Seitenstraße. Oh, ist das cool. Wobei wir hier laut Karte schon mal waren. Ich weiß es gar nicht. Waren wir ja schon mal. Wir waren hier, soweit es aussieht, doch nicht. Nö, hier ist also neu. Nur diese Art von Straßen haben wir, glaube ich, schon mal gesehen. Also das ist nicht neu, aber... Hier dieser Bereich auf jeden Fall. Auch wenn wir leider nicht allzu viel sehen, ich finde es immer ein bisschen schade, wenn wir jetzt hier immer nur des Nachts da rumgucken. Aber das war ja auch streckenweise mal anders. Wir sind ja nicht immer nur nachts gefahren. Nicht, dass wir denken, das ganze Let's Play besteht hier nur aus Nachtfahrten. Also die Folgen mit Andi waren da, glaube ich, größtenteils in der Sonne. Im Stream waren wir teilweise in der Sonne unterwegs. Also so schlimm ist es dann hier doch nicht. Und ich habe jetzt nicht vor, hier allzu schnell zu fahren, weil wir sonst echt
Probleme bekommen bezüglich eventuellen Gegenverkehrs, auch wenn mir in die Kommentare geschrieben worden ist, dass hier das sich mit dem Gegenverkehr einigermaßen in Grenzen hält, möchte ich trotzdem gerne mal schauen, dass wir hier nicht unbedingt, unseren LKW riskieren. Das war ja schon im letzten Singleplayer so, ohne Andi, der nicht dabei war, da hatten wir ja diverse Problematiken, das mit der Straße so zu bekommen, dass wir nicht Unfälle bauen und so. Hab da, glaube ich, selber gemerkt, dass das da nicht allzu super war, aber was willst du halt machen, das ist nun mal einfach so. So, wir sagen, wir stellen uns gerade mal irgendwo seitlich hin, mitten ins Nichts, das ist bestimmt super. Ich freue mich bestimmt auch, alle hier vorbeifahren zu können. So, kommt ihr denn hier an mir vorbei oder nicht so? Liebe Leute, nee, die bleiben sogar stehen. Achso, weil ich Warnblinker drin habe, fahren die jetzt dran vorbei. Jetzt überholen sie. Okay, das ist gut, das heißt, ich blicke einfach nur auf der Seite. Die Positionsleuchten bieten genug Licht, damit die uns auch noch andersweitig sind. Und dann würde ich sagen, war es jetzt mal für heute für diese Aufnahme. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder übermorgen in einer neuen Folge vom Let's Play American Truck Simulator. Hoffentlich wird es ein bisschen heller, bis wir eingeparkt haben, weil ansonsten sehe ich im wahrsten Sinne des Wortes echt schwarz. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ja, bloß, weil es schwarz ist. Ja, genau, das wird's sein.